Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Syndicate. Und heute werden wir eine weitere Story-Mission machen. Im letzten Let's Play haben wir im DLC den Duleb Singh kennengelernt, diesen Mararacha, der als DLC dazugekommen ist. Und der hat ja da eine ganz eigene Storyline. Aber auch in der normalen Geschichte, die also ohne DLC ist, gehört dieser schon in die Story rein. Und hier seht ihr es, Planänderung. Eine Neuentwicklung hat sich bei Ivys Suche nach dem Edengrabtuch ergeben. Und das ist eine normale Story und hier kommt trotzdem dieser Duleb Singh schon vor, bevor er im DLC erschienen ist. Und jetzt hören wir uns mal an, was denn da so passiert. Sagen Sie mir nochmal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte. Des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Ivy Frey. Miss Frey, Maharaja Duleb Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Sturrock. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Ich finde jedenfalls cool, dass der jetzt schon dabei ist, obwohl der eigentlich so keine große Rolle spielt, aber dann im DLC so eine ganze Storyline bekommt. Aber jetzt müsste auch die normale Quest erstmal weitergehen hier. Ah ja, hier. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Ivy, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Das war doch mal eine ganz klare Aussage. Pass auf dich auf. Ivy ist verliebt in diesen netten jungen Herren. Und wir müssen jetzt die Dokumente finden. Optional Henrys Ablenkung zweimal nutzen. So, Henry steht auf dem anderen Dach dort. Wie ich seine Ablenkung gerade nutzen kann, weiß ich nicht. Wir gehen einfach mal hier runter. So, und den könnten wir einfach mal so töten. Jawohl. Keiner hat's mitbekommen. Sehr schön. Das hat doch schon mal super geklappt. Und die beiden müssen wir jetzt auch noch erledigen. Schöne Gegend hier. Mit diesen ganzen Laternen da hinten und so sieht das richtig romantisch aus, aber die Gegner hier sind nicht romantisch und den hier rufen wir jetzt mal zu uns. Jawoll, und der nächste ist weg. So, der guckt gerade weg, da könnten wir jetzt mal probieren, ja, nicht hinzugehen. Wir rufen den einfach, das geht ja auch, ist mir gerade so aufgefallen. Und den dritten, zack, auch wieder hier rein, sehr schön. Jetzt haben wir schon drei drin, langsam wird es eng, ich gehe mal raus. Und hier ist eine Truhe. Da könnten die Dokumente jetzt drin sein, wenn wir denn Glück haben. Das sind sie nicht. Verbesserte Wurfmesservorlage haben wir gefunden. Sehr schön. Aber es war nicht die Truhe für die Dokumente. Und wir müssen weitersuchen. Oben auf dem Dach sind auch Scharfschützen, haben wir gerade gesehen. Ich glaube, wir gehen mal nach oben, damit uns die Scharfschützen nicht auf einmal überraschen. Und hier haben wir Henry. Ja, mit dem können wir jetzt sprechen. Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. Okay, er lockt die in einen Kampf. Jetzt gehen wir erstmal hier diesen Schützen erledigen. So, die ist erledigt. Und da unten die beiden könnten wir auch mit einem Doppelattentat erledigen. Na? Ich kriege aber nur einen ins Visier. Na, dann gehe ich mal hier rüber. Wie kann ich ihn denn jetzt rufen?
Ich meine, irgendwie muss ich ihn ja rufen können. Wir müssen auf jeden Fall da vorne jetzt in den Raum rein. Da ist nämlich die nächste Truhe. Da. Ah, ablenken. Da steht's. Mit R1. Sollen wir mal? Ja, ne? Bevor es zu spät ist. Wir müssen den ja zweimal nutzen. Und nun schlägt er los. So, in der Zeit, wo er die ablenkt, kann ich hier in das Haus rein. Hoffentlich erledige ich die schnell jetzt. Und lautlos. Jawohl. Und jetzt können wir uns um die Truhe kümmern. Viele haben es nicht mitbekommen. Die laufen da hinten alle rum. Aber passt erstmal so, um die Truhe zu öffnen. Jawohl. Nein. Und wieder nichts. Schade, schade. Da gucken wir jetzt mal, wo wir noch hin können. Einmal haben wir auf jeden Fall die Ablenkung schon genutzt. Jetzt müssen wir den noch einmal nutzen. Vielleicht auf den da vorne. Auf jeden Fall erstmal hier rüber. So. Und hier ist auch die nächste Truhe in der Nähe. Da vorne steht sie. Öffnen. Ah, wie kriegen wir das jetzt hin? Jetzt müssen wir mal gucken, wen wir hier ablenken können. Ich sehe gerade keinen. Da. Nee. Erstmal hier rüber. Da stehen welche am Feuer. Jetzt habe ich sie auch im Visier. So, jetzt, da war's. Da stand gerade ablenken. Ah, jetzt. Und? Kriegen wir es hin? Jawohl. Da kommt er gelaufen. Henry ist am Weg. Läuft mitten rein. Du verlierst deine Zunge. Ich bring dich zum Schweigen. Und jetzt sind wir hier an dem nächsten Teil dran. Ja, ich weiß nur nicht, wohin. Irgendwo muss jetzt hier nochmal eine Truhe sein. Jetzt sieht man sie nicht mehr. Zack. Erstmal ihn. Ach so, doch, auf der Minimap sehe ich sie. Sie muss unten sein. Ach so, da ist sie. Da, jetzt haben wir sie auch schon. Sehr schön. Das ist die dritte, das müsste sie ja jetzt sein, ne? Hier ist nichts. Ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Oh. Nichts gefunden. Ein Templer in der Nähe gefangen nehmen. Ach, das ist ja wieder was. Gefangen nehmen, da bin ich nicht so der Experte drin. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Oh Mann, das gibt bestimmt wieder ziemlich Stress da unten. Ich muss bestimmt erstmal alle erledigen, bevor ich den ersten gefangen nehmen kann. Obwohl, da steht einer alleine. Das könnte klappen. Ich muss jetzt nur gucken, da steht auch einer alleine. Ja, und jetzt bin ich im Gebüsch. Moment. Den da. Ich glaube, den versuchen wir gefangen zu nehmen. Schnell hin. Komm. Zack. Ach nee, jetzt bin ich zu weit hier oben rumgelaufen. Okay. Oh. Da falle ich doch glatt wieder runter. Jetzt aber. Ich glaube, ich erledige erstmal hier oben. Ne, hier ist ja gar keiner mehr. Ja, dann verstecke ich mich jetzt mal kurz. Der hat da eine Alarmglocke. Doch, da ist wohl einer. Ach, hinterm Kamin war die. Die habe ich nicht gesehen. So, dann gehen wir die jetzt erstmal erledigen, damit die von oben nicht mehr nervt. Jawohl. Und damit ist sie weg. Dann gehen wir hier ins Haus mal. Hier war ich noch nicht drin. Jo. Der nächste bitte. Ja, so langsam aber sicher wird hier alles geklärt von den ganzen Templern, die hier so rumlaufen. Das ist auch schon mal gut. Und jetzt muss ich mal gucken, wo wir denn jetzt den Templer gefangen nehmen. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Muss das ein besonderer sein? Ja, jetzt hat mein Controller gerade mal ein bisschen rumgesponnen. Ich denke mir mal, es macht am meisten Sinn, wenn wir hier alles aufräumen, bevor wir da jetzt irgendwie zu viel Stress da unten haben. Also, ja. Da, wie mache ich es denn jetzt am besten? Da ist jetzt keiner mehr, weil ich da gerade alles erledigt habe. Wir gehen einfach mal hier ganz an den Rand. So. Und jetzt mal nach unten. Hier ist echt gar keiner mehr. Okay. Da sind wieder zwei sofort. Da ist einer. Jetzt hoffe ich mal, dass der bis hier hinkommt. Dann versuchen wir, den gefangen zu nehmen, statt zu töten. Ah, ich gehe mal hinter die Mauer. Nee, er kommt nicht bis hier. Ich darf mich hier nicht verrückt machen. Ah, vielleicht geht er ja jetzt wieder. Und wenn er geht, dann werden wir ihn von hinten gefangen nehmen. So, jetzt geht er. Wir schleichen uns an. Jetzt ist er noch gelb und Kreis. Jawohl. Ich schwöre es, Miss. Ich habe ihn. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission.
Der weiß auch nichts von Plänen. Henry soll ich jetzt finden, dann erledige ich den jetzt mal und jetzt geht's um Henry. Jetzt geht's nicht mehr um irgendwelche Dokumente finden. Wie es aussieht, haben die Henry gefangen genommen jetzt oder so. Oder der hat die Dokumente gefunden. Eins von beiden wird auf jeden Fall jetzt sein. Dafür müssen wir jetzt noch 90 Meter in die Richtung dort. Aber dafür haben wir hier ein wunderschönes Seil und mein Handy hat auch mal wieder ein bisschen Krach gemacht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen trotzdem weiter. Da unten an dieser Gartenlaube oder so. Oder Parkpavillon. Oh, ist er das? Nee. Das ist eine Leiche hier oder so. Da soll ich was dran suchen. Das Wurfmesser. Hä? Oh, hier sind ganz viele Tote. Krass. Jetzt muss ich rausfinden, wo Henry hier ist. Da ist noch ein Wurfmesser in der Wand. Hat sein Ziel verfehlt, das Wurfmesser. Okay, aber von daher kam es. Da war gerade so eine Ziellinie. Oh, hier sind aber viele erledigt worden. Von wem denn das jetzt schon wieder? Doch nicht von Henry, oder? So, gucken wir mal hier lang. Er hat sich gewehrt. Wer? Hat einer hier drüben gesagt. Sichtbare Fußabdrücke, die eine Wache hinterlassen hat, die offensichtlich schwerer da reden. Da vorne müssen wir hin. Hier drüben ist. Du gehörst zu Claras Kindern. Ja, Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das sei ja ganz schön rum. Die Kinder haben also mitbekommen, wo Henry hin ist. Und irgendwie war eine Kutsche wohl kaputt. So, den Wagen des Entführers verfolgen. Ah, hier sehen wir es. Hier sind also irgendwelche Spuren auf der Straße. Ich nehme mal die Kutsche, falls wir damit schneller vorankommen, oder? Gehe ich zu Fuß weiter? Nee, ich versuch's mal mit der Kutsche. So, und jetzt hier vorne lang. Ich sehe die Spur auf jeden Fall. Jawohl, Kutsche ist eine gute Wahl. Wir müssen ziemlich weit, wie es aussieht. Immer ein bisschen Adlauge anmachen. Oh, hier sind sie aber extrem um die Kurve. Haben auch einiges kaputt gefahren. Was ist denn damit passiert? So, den Wagen des Entführers verfolgen. Das machen wir ja gerade. Da. War es das? Das war da, glaube ich, der Wagen, oder? Da steht ein Wagen, aber hier ist auch noch eine Spur. Der Wagen, der da liegt, wird es wohl nicht gewesen sein. Wir fahren einfach mal der Spur weiter hinterher. Mann, die haben ja alles kaputt gefahren, wie es aussieht. Und es geht weiter. So, mitten durch London. Sie zerstören öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, öffentliches Eigentum wurde zerstört. Wir sind auf der richtigen Spur. Jetzt hat es erfasst. Und ist es denn noch? Wo soll denn dieser komische Typ jetzt hin sein mit Henry? Jetzt nur noch Henry finden. Ah, das ist die Kutsche. So. Oh. Jetzt fährt er hier einfach weiter. Nein. So. Wachen mit hängenden Fässern töten. Oh Gott. Ich soll doch hier einfach nur reden. Da. Ja, wo sind denn hier hängende Fässer? Ah, ich spreche einfach. Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Alarm! Der Anführer der Rooks ist im Gebiet! Ha, der wusste aber, dass mir die Rooks gehören. Das ist auch lustig. Ah, vielleicht weiß er mehr. Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Das war doch schon mal ein guter Hinweis. Also irgendwo in der Kirche. Jetzt sind da noch ein paar Gegner und mit dem da sollen wir auch noch reden. Oder mit der da. Machen wir jetzt erstmal die Gegner hier weg. So, und dann reden wir mit ihr mal. Dann werden wir es ja wohl definitiv wissen, wo er ist. Auf jeden Fall soll er wohl in die Kirche gebracht worden sein. Vielleicht sind dann da auch diese geheimen Dokumente. Ich meine, so eine Kirche, so ein Keller oder so eine Katakombe oder so. Da könnte sowas doch sein. Da schießt noch irgendwo einer. Und ich kann hier nicht in Ruhe reden. Da oben drauf. Oh Mann. Da
Da hinten ist auch jemand in der Kirche. Der muckt so schnell nicht wieder auf. Ach, jetzt habe ich den hier hochgehoben, statt mit der zu reden. Weg mit dir. Okay, jetzt aber. Ja, die haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturzbetrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof. Vielleicht, weil er da in Ruhe seinen Rausch ausschlafen kann. Was hier los ist? Hier reden tausende Leute. Ich komme gar nicht richtig zum Kommentieren. Ja, jetzt gucken wir aber mal. Jetzt auf dem Friedhof soll er sein. In der Kirche soll er sein. Auf jeden Fall soll er seinen Rausch oder irgendwie sowas ausschlafen. Jedenfalls haben die so getan, als ob. So. Jetzt bin ich hier einfach mal reingelaufen. Jawohl. Das hat doch schon mal gut geklappt. Aber wer ist er jetzt hier? Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. Der hatte nun mal ja gar keinen Hinweis für uns. Irgendwie war irgendwas abgeschlossen. Aber ja, da werden sie wohl hin verfrachtet haben, den Henry. Nur, ja, der Eingang, da sehen wir es ja eigentlich. Da müsste es dann sein. Ja, da scheint es wohl in den Keller zu gehen. In den Kanal! Aha. Jetzt nähern wir uns doch der ganzen Angelegenheit hier. Wir sind in ein Sperrgebiet eingedrungen. Sehr gut. Und hier kann ich mir vorstellen, dass jetzt irgendwas Besonderes passiert. Ja, zum Beispiel, das war ein Gegnerplatz. So, sehr schön. Und dass jetzt hier irgendwo Henry sein müsste, das kann ich mir schon vorstellen. Das mit den hängenden Fässern wird hier unten jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Aber ist nicht so schlimm, das optionale Ziel brauchen wir nicht unbedingt. Wir wollen aber auf jeden Fall Henry finden. Ich weiß nicht, wir haben ihn ziemlich böse erwischt. Der wacht so schnell nicht wieder auf. Jetzt haben wir doch eine Chance auf die Fässer da oben. Hängen sie und... Ah, nur einen getroffen. Gut, die beiden, die sind noch da. Dann müssen wir die so erledigen. Und da sitzt Henry auch, ich sehe es schon. Auf dem Stuhl da vorne. Ja komm, jetzt sterbt. Jawohl, er noch. Okay. Und da ist Henry. Befreien wir ihn mal. Dann wird er ja auch wieder wach werden, denke ich mir. Ich habe aber kein Glas Wasser dabei. Hoffe mal, dass er so wieder wach wird. Ivy, die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben sie sie? Hat man ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Und Henry aus dem Gebiet eskortieren. Jetzt müssen wir bestimmt nur noch ein paar killen. Sie sind verloren. Ivy, das tut mir leid. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Der ist schon wieder komplett über Pläne am Quatschen und wir müssen erstmal hier rauskommen. Sperrgebiet verlassen. Oh, wir sind im Bahnhof. Ja, dann sind wir ja eigentlich fast draußen. Oh, hier sind ganz viele Wachen. Ja, gut. Wieder eine erledigt. Ja, ein bisschen ausweichen hier mit Dreieck dann immer. So. Und oh, die gehen auf Henry. Das wollen wir natürlich nicht. Hier muss ich ein bisschen dazwischen gehen. Sehr schön. Jetzt räumen wir hier mal auf. Boah, wie viel sind das? 2, 4, 6. Oh, so um den Dreh. Dann werden wir die mal alle nacheinander erledigen. So, 2 sind schon mal weg. Ne, 3 liegen da schon. Und dann haben wir den 4. da rechts und den 5. und den 6. Oh, jawohl, da war nochmal ein schöner Kill. Und? Haben wir es? Oder haben wir es nicht? Henry bleibt stehen. Ganz locker, flockig. Irgendwie geht er nicht weiter. Ah, da kann ich jetzt unsere Leute rekrutieren. Ich gehe einfach mal weiter. Vielleicht kommt Henry mit. Da, wieder ein Gegner. So, ja, Henry kommt mit. Der hängt also doch an mir. Ich dachte, er wäre einfach weitergelaufen. So, und den 3. Jawohl, auch du musst sterben. Ja, aber wohin müssen wir jetzt? Hier sind viele Sachen irgendwie. Ich gehe einfach mal da lang. Aus dem Gebiet einfach nur eskortieren. Gehen wir mal ganz weit immer in diese Richtung. Und, ah, hier geht's ganz raus. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es. Noch sind wir im Gebiet. Henry bleibt da stehen. Jetzt kommt weiter. Genau. Jetzt läuft er wieder von alleine. Also, der kann sich auch nicht entscheiden. Wir sind draußen. Yippie! Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde das Gewölbe, ehe Starrick sich das Tuch holt.
Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Die Lichteffekte scheinen gerade mal defekt zu sein, aber ein optionales Ziel haben wir geschafft und eine Herstellungsvorlage für die purpurne Rache bekommen. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder eine Story-Quest geschafft. Das ist aber auch mal ein schöner Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Das, was das ist, die Rache, vielleicht ein Umhang oder so, das können wir uns ja auch mal später anschauen. So, was müssen wir dann als nächstes machen? Da ist noch eine Dulep-Sing-Mission, aber die hat jetzt nichts mehr mit der normalen Storyline zu tun. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal die normale Storyline weiter. Winkelzüge der Politik, das wäre die richtige Story. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Und was haben wir dann hier? Oh, da sind noch viele Missionen offen in der Sequenz 7. Dann würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht lasst ihr mir ja ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bye, bye!